Dieser Mann hier, Dominik Fischneller, gewann vor genau einem Jahr Gold bei der Junioren-WM in Park City vor seinem Teamkollegen Kevin Fischneller. Genau 20 Jahre nach dem Sieg von Armin Zöckeler bei den Titelkämpfen in Sigulda kürte sich erstmals wieder ein Südtiroler Rodler zum Juniorenweltmeister. Dass 12 Monate später in Igls die einheimischen Rodeltalente bei der Junioren-WM wieder einen Doppelerfolg feiern würden, hat sich wohl niemand erhofft. Die Olympiateilnehmerinnen Andrea Vötter und Sandra Robatscher haben aber am vergangenen Wochenende im Eiskanal von Igls vor der Abreise nach Sotschi noch einmal richtig Selbstvertrauen getankt und Gold und Silber geholt. Hat auch die Zeitung geschrieben, das letzte Jahr sollen wir Weltmeisterschaften, das letzte Jahr werden wir nicht mehr machen, weil die Guten alle weggefallen sind. Aber wie man sieht, wir bemühen uns, dass sie wieder neue nachkommen. Und wie gesagt, wir trainieren fleißig, die Athleten ziehen alle fleißig mit. Wir haben ein flottes Trainerteam, das alle gut zusammenarbeiten. Und wir versuchen das Beste und dann kommt bei allem etwas Gutes raus. Die 18-jährige Andrea Vötter aus Völs fuhr in Igls im ersten Lauf Bestzeit vor den Deutschen Julia Taubitz und Caroline von Schleinitz. Im zweiten Durchgang stellte sie hinter ihrer Teamkollegin Sandra Robatscher die zweitbeste Zeit auf, aber es reichte zum Sieg. Am Ende trennten die beiden Azure gerade mal 55 Tausendstel Sekunden. Die ebenfalls erst 18-jährige Robatscher aus Diers machte im zweiten Lauf 3 Plätze gut und holte Silber. Für die Nichte von Armin Zöckeler war es die zweite Medaille bei einer Junioren-WM. Im Vorjahr gewann sie in Park City bereits Gold in der Teamstaffel. Das ist überhaupt meine erste Goldmedaille und noch kleiner Junioren-Weltmeisterin, das ist schon unglaublich. Ja, ich bin auch voll zufrieden. Jetzt mit den Senioren sind wir mit gewesen und sind wir echt da hinten rumgefahren und jetzt bei der Union gleich wieder so weit vor, das ist schon top. Vötter und Robatscher sind nach dem Rennen gleich nach Sotschi geflogen. Mit den beiden Medaillen in Igls unterstrichen sie, dass ihre Nominierung für die Spiele in Russland durchaus berechtigt ist. Am Montag feiern sie ihr Olympiadebüt. Es hat einmal überhaupt geheißen, dass wir nicht mitfahren. Jetzt haben wir die Chance gekriegt, jetzt haben wir uns qualifiziert auch noch. Das ist schon voll cool. Ich freue mich voll auf Sochi. Ja, das erste Mal bei den Olympischen Spielen mit sein und sei gleich in Russland enden, das ist schon cool. Bei der Junioren-WM war mit Jasmin Welscher, die 19. wurde, eine dritte Südtirolerin am Start. Nicht zu Edelmetall gereicht hat es bei den Burschen. Hier landete der erst 16-jährige Theo Gruber aus Villanders bei seinem ersten Einsatz bei den Junioren auf dem ausgezeichneten 6. Platz. Auf Bronze fehlten dem Isaac Thaler etwas mehr als 4 Zehntel Sekunden. Ich war eigentlich glücklich gewesen mit so unter die besten 15. Da ist beim Training eigentlich gut gegangen, da habe ich mir schon noch wie mehr erhofft, aber den 6. hätte ich nie erwartet. Fabian Malayer aus Völlern wurde 21. Manuel Schwerzer aus Meranzen kam im ersten Lauf zu Sturz und schied aus. Ich bin zu früh auf die Helfer zu und noch nicht mehr gekannt, schien korrigieren und noch ist schon zu spät gewesen, da bin ich schon gelegen. Der Titel ging an den Deutschen Toni Gräfe vor seinem Mannschaftskollegen Christian Paffe und dem Russen Alexander Stepichev. Für Furore sorgten auch die Doppelsitzer Florian Gruber und Simon Keinswaldner, die heuer schon den Junioren-Gesamtweltcup gewonnen haben, kürten sich zu Vize-Junioren-Weltmeistern. Wir haben auch heuer eine super Saison gehabt, wo wir eben gearbeitet haben, auch Konstanz zu kriegen. Und das ist uns heuer gelungen und deswegen haben wir den Gesamtweltcup auch geschafft und sind total glücklich über sie. Das Duo aus Villanders musste lediglich den Lokalmatadoren Thomas Steu und Lorenz Koller den Vortritt lassen. Die beiden Österreicher nutzten ihren Heimvorteil und fuhren in beiden Läufen Bestzeit. Sie verwiesen die Südtiroler mit einem Vorsprung von 229 Tausendstel Sekunden auf den 2. Platz. Dritte wurden die Deutschen Florian Löffler und Manuel Stiebig. Igls scheint für Gruber und Keinswaldner ein gutes Pflaster zu sein. Bei den Olympischen Jugendwinterspielen im Januar 2012 holten sie auf der Tiroler Bahn Gold. Ein Jahr später feierten sie dort ihren ersten Junioren-Weltcup-Sieg. Ja, die Bahn, glaube ich, liegt uns. Wir haben bis jetzt sind alle gut gefahren, haben die letzten zwei Jahre da allem gewonnen. Im abschließenden Teambewerb platzierte sich das Südtiroler Quartett ohne Vötter und Robatscher, dafür aber mit Jasmin Welscher, Theo Gruber, Florian Gruber und Simon Keinswaldner auf dem 6. Rang. Gold ging an die Österreicher vor den USA und Russland. Um den Rodelnachwuchs braucht man sich also keine Sorgen zu machen. Im Vorjahr holten die Südtiroler Nachwuchskräfte 3 Medaillen bei der Junioren-WM, heuer wieder 3. Wir können uns somit auch auf die Zeit nach Armin Zöckeler freuen. Cheftrainer Klaus Kofler hat mit Willi Huber, Günter Taschler und Hans-Jörg Raffel ausgezeichnet gearbeitet. Und dies, obwohl wir nicht einmal einen eigenen Eiskanal haben.